Ja, manchmal muss man sich blöd anstellen. In doppelter Hinsicht. In der Pause habe ich mir erstmal kalten Cappuccino gemacht, also Cappuccino mit kaltem Wasser, super. Und zweitens, Mutterwisk-Silk ist das, was aus den Mutterwisk-Pflanzen, die wir haben. Das wusste ich, aber ich bin davon aus, da kommen Fibers raus, die wir erst zu Silk verarbeiten müssen, so wie es hier bei Cotton ist. Nee. Wir hatten genug, was uns fehlte, war Fungal Ichor. Und bevor wir den suchen oder aus Pflanzen extrahieren, was ewig in 3 Tage gedauert hätte, sind wir zum Ausposten gegangen, haben die gekauft für 250 € das Stück. Zack, haben wir das. Und jetzt können wir die Dinger machen, haben wir alles, danke. Und jetzt haben wir molekulare Nanofibers, von denen ich gerade eben schon wieder vergessen habe, wofür wir die eigentlich brauchten. Hier schon mal nirgendwo. Oh, was haben wir hier? Unlocks Enriched Uranium Mod, das ist wunderbar, aber jetzt nicht. Engineering. Ja, hier wollten wir auch nicht hin. Wie viel brauchen wir denn eigentlich noch? Die Durastahl und 5400. Die Forschungspunkte haben wir ganz schnell wieder. Electronics, jetzt sind wir immer noch nicht weiter. Den Liquid Mixer können wir immer noch, den wollten wir aber auch gar nicht. Das haben wir jetzt abgehakt alles. Gut, fürs Erste. Chemistry. Ist hier irgendwas, was wir brauchen? Nicht wirklich. Oh. Mutierte Zellen, Blüteslime, Mutagene. Um dann noch schlimmere Sachen herzustellen. Die wir alle auch noch nicht brauchen. Okay. So, hier hätten wir auch noch was Schönes, nämlich, was bist du? Rüstung, die mich interessiert, geht lang. Das war auch Rüstung, die mich interessiert. Das sind alles, sag mal. Den hier falschen Tab oder was soll das? Ganz lauer Fall. Später mal. Und hier wollte ich jetzt auch nicht. Wieso habe ich den Quatsch jetzt gerade gemacht? Nanofarbe. Für was habe ich die gebraucht? Für Solidstar, auch nicht schlecht. Haben wir das eigentlich? Nee. Wahrscheinlich haben wir den irgendwo auf Lager. Zur Herstellung von irgendwas wahrscheinlich. Und es sind nicht Nano-Rap-Bandages gewesen, hoffe ich jedenfalls. Ich mich schon mal blöd vorkommen, dann aber richtig war. Apropos, das können wir auch machen nebenbei. Was ist das alles für ein Blödsinn? Achso, geht klar. Das sieht mich auch nicht wirklich. Wieso? Warum? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das macht mir auf jeden Fall Angst. So, wohin irgendwas? Unlocks Tier 4, was auch immer. Ne, das wird nicht. Ah, Advanced Alloy braucht man noch, ne? Was heißt das? Nicht Firewall. Der ganz andere Quatsch. Dann kommen wir gleich mal in Geologie. Modi. Wo sind sie? Advanced Alloy. Lumbrides immer noch. So weit waren wir schon mal. Egal. Auf zurück zu uns. Ihr wisst schon, wo ich meine. Und zwar Main Haku. Danke. Erstmal ablöschen. Mein Mittagessen um 15:39 Uhr. Meine Güte. Noch habe ich Zeit zum Aufnehmen. Die euch nächsten 4 Wochen nehmen. Ziel bleibt bestehen nach wie vor. Durastand. Sehr schön. Das ist nicht das Ziel, aber ich freue mich trotzdem drüber. Gibt schon Nahrung, die wir jetzt noch brauchen. Aber ich gleich was essen muss. Und noch kein Durastand oder was. Durastand Erz 1. Schön. Und ihr Mann. Ein. Schön. Wir merken, es wird dauern. Wollen wir die Maschine abgeben oder warum haben wir den Scheiß gemacht? Finden wir gleich raus. Es regnet das schon wieder. Fürchterlich. Ja. Die offensichtlich die Apotheke, was braucht man da? Noch mehr Durastein. Schauen, finde ich Jump Boost immer gut.
Schnelle Health-Regeneration. Das ist immer gut. Dazu. Dazu. Ich muss hier nicht reinregen. Bin nicht so schlau wie vorher. Das wussten wir auch schon. Von hier aus. Nein, machen wir jetzt nicht. Brauchen wir nicht. Ich würde immer noch die Frage stellen, warum haben wir das jetzt unbedingt gemacht? Um es gemacht zu haben? Sind wir soweit? Sind wir an dem Punkt schon angekommen? Mining Station? Ja, gut. Nicht, dass wir die jetzt wirklich bräuchten in nächster Zeit, aber wir haben sie jetzt fertig. Alles wohin damit? Ich kann hier wirklich prominent hier pflanzen, dann brauchen wir eine andere Beleuchtung hier. Ich meine, sieht immer noch besser aus als die lilane Dings da, aber. Wir brauchen trotzdem eine Lampe jetzt hier. Irgendein Deckenlicht bitte. Und bitte keine goldenen Lampen. Das passt sowas für überhaupt nicht, das muss ich nehmen. Fragt mich so. Das ist jetzt ein Bedürfnis für mich. Das passt überhaupt nicht. So, jede Menge Switches und so. Warum mache ich das eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich brauch's immer noch. Den können wir mal herstellen, den mal. Keine Ahnung, ob wir es brauchen, aber wir machen es jetzt einfach mal. Tanks morgen. Gib mir mal ein paar. Haben wir keine mehr? Was ist denn jetzt los? Das ist echt so schlimm um uns gestellt, dass wir keine Tanks morgen haben. So weit ist es schon. Dass uns selbst das ausgeht. Mann, Mann, Mann. Sag mal. Welchen Teil vom Barren herstellen hast du jetzt nicht verstanden? Danke. Nee, das nicht. Und wollte ich. Bam, 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 bam. Oben hinstellen. Auf dem Material. Brauchen wir sowieso nicht. Und vor allem ist das ein riesengroßes Ding. Und ich will immer noch ganz andere Sachen eigentlich. Nur noch mal, damit wir uns richtig verstehen, ne? Nett. Warum soll ich den herstellen? Ich weiß nicht wofür. Ach so. Warum nicht eigentlich Manipulator-Module? Also Reichweite und so ist klar, aber war das wirklich das ganze Sinn und Zweck der Sache? Nenn ich mal jetzt keine Bienen. Mechports und Simony. Können wir alles ein andermal machen. Brauchen wir jetzt alles nie wirklich. Das sowieso nicht. Okay, was ist unsere nächste große Aufgabe? Penumbrite und Thorium. Thorium und Penumbrite.
Sprengstoff herstellen. Nicht Futter herstellen. Durastahl, wie lange sollen wir noch warten? Da hinten endlich. Mehr Zeit. Wofür braucht die? Schön vergessen. Das kommt mir wirklich blöd vor. Was wollte ich mit Durastahl? Hier schon mal nichts. Nein, will ich nicht. Ah, wir kommen hier und Durastahlwaffen. Wie schön. Warum sollten die mich nicht hören? Nee, nee, erstmal die anderen Rohstoffe sorgen. Nee. Na komm, hey, jetzt hier. Das braucht auch noch 3 Jahre. 10 Jahre, ja. Sehe ich aus wie Krösus? Alles gut. Wir wollten erstmal Energie. Später, irgendwann noch. Siedlung können wir auch noch machen. Das werden wir wahrscheinlich noch vor der Energie machen, habe ich das Gefühl. Die wäre jetzt auch ganz praktisch. Braucht ihr auch nicht so viel. Aber trotzdem erst den anderen Quatsch freischalten. Dann nochmal den, der wesentlich praktisch ist. Und dafür brauchen wir. Wusste ich da advanced, aber kann mir also wurscht sein im Moment. Der braucht Particle Core und AI Chip. Die beide herzustellen, eine Katastrophe wird. Den AI Chip müssen wir jetzt noch. Komm, komm, genau, genau, jetzt. Research! Na, endlich! Jetzt kann man nämlich Teleporterkurs herstellen. Chip wäre der nächste, ne? Für Dingsbums Morphid haben wir eh noch nie. Da müssen wir wieder ganz anderes freischalten. Okay. Der Strom gerade ausgegangen? Kann ja eigentlich nicht sein, so schnell wie er produziert. Da haben wir irgendwas anderes angeschlossen, von dem ich nichts weiß. So, wir jetzt alle arbeiten, ne? Ach, der Rocker, das oben arbeitet auch und so, ne? Mhm. Und jetzt sind die Solarzellen aus. Deswegen weiß man, wo man nachdenken kann, ob die sind ja aus. Das kann es also auch nicht sein. Komisch, komisch. Kriegst du mal schon. Hast du kein Wasser mehr? Kann das sein? Ne, ist schon genug. Das wird jetzt ein ganz klein wenig beruhigt. Okay, wir brauchen nach wie vor Thorium und Dingsbums. Komisch, aber gut, kann ich jetzt auch nicht machen. Okay, das sind ja irgendwie. Was hier drin ist, sind es noch weniger. Na, jetzt können wir warten. So, professionell wie ich bin. Das ist auch nicht viel. Was kannst du durchsiften? Ich habe keine Ahnung. Nichts du nicht so viel Wert ist drauf, dass du extracted bist, oder nicht? Ich nehme was davon. Konkret, crushable. Kriegen wir Stein raus, ne? Endlos schleifen. Jetzt hab ich das gar nicht extracted. Nächstes Mal unten. Ich fahre kein Strom. Scheiß drauf, Sand haben wir jetzt halt drin.
Macht ihr. Mhm. Also, daneben. Was? Ein Dünger oder so? Gerade wenig auf Vorrat. Nee. Könnte man in den Traum aufhören, so zu wackeln? Bitte, viel Spaß, kannst du produzieren. Ich weiß, ich sollte einfach die Algen produzieren oder so, ne? Würde viel mehr Sinn machen, egal. So, was machst du hier noch? Lama, lama, lama. Sehr gut, zack. Genau, einfach den einen abstellen und so, ne? So, hier gibt es nichts zum Upgraden. Gibt's nichts zum Upgraden, dankeschön. Wann gradest du ab? Advanced Processor, Carbon Plates, Stick of Ren. Interessiert mich alles wie die Friedensfahrt mal. Und dich zum Upgraden brauchten wir was? Silikonwurst, ne? Das können wir jetzt mal schnell machen, die zwei. Dann fehlt mir sofort wieder irgendwas anderes, wie immer. Falsche Taste. Das Ziel ist und bleibt das gleiche. Und das werden wir so lange machen, bis wir es erfüllt haben. Wir alle wissen, das wird niemals passieren. Nein, der da. Wer war? Zum Körper war ja. Oh Gott. Aber zumindest sind hier quasi. Der braucht keine Kupfer, sonst drehe ich durch. Kupfer haben wir genug. Kupferwire. Wieso haben wir keine Kupferwire? Wir haben keine Kupferwire. Mhm. Ich frage doch gar nicht erst nach, wie das sein kann. Dann werden wir halt mal einfach ein paar machen. Danke. Das sollte reichen. Um die gesamte Siedlung auszurüsten mit Kupferkabeln. Leg doch gleich Glasfaser. Ne? Egal. So, was haben wir jetzt Neues? Eine Spurskitarre vorne. Fossil Station, Ender Sabini. Wie fand ich? Wir haben immer noch nichts Neues. Wahrscheinlich irgendwann mal. Durastahl und Silikonbord. Für eine Forge, die wir wahrscheinlich gar nicht brauchen. Das entwickelt sich dann zum nächsten Rüstung. Ja, wissen wir. Assembly Line ist sogar noch uninteressanter für mich. Okay, wir brauchen Thorium und Penumbrite. Können wir jetzt nichts dran ändern. Muss jetzt auch mal wirklich sein, so das möchte. Setzen wir morgen noch in die Zeit da. Die füllen sich langsam wieder, weil jetzt auch die Solar sind. Also hoch zum Schiff. Ich brauchte neue Planeten. Penumbrite und Thorium. Thorium und Penumbrite. Beides haben wir nicht gefunden, würde ich sagen. Tag. Wo sind wir überhaupt schon wieder? Und warum? Gibt es kein Thorium? Das sind wir also nicht gleich weiter. Zum nächsten. Primeval Forest. Hm. Unwahrscheinlich. Ja. Tundra. Kalt. Ich vermute mal, Thorium finden wir nur in eiskalten Welten, ne? Großmengen. Ja, wir brauchen das alles, aber. Ja, ich weiß, da war Thorium. Protect yourself from the cold. Gut, dann fliegen wir nochmal hin. Und dann werden wir gucken, was wir für Rüstung brauchen gegen Kälte. Hm? In Ruhe. Jetzt sind also ab zur Siedlung. Sobald der irgendwann mal angerudelt ist hier. Und etwas gegen die Kälte. Hm. Mich da bombastik. Das müsst ihr euch jetzt noch ein paar Folgen lang anhören. Ich kann nichts dafür, ich nehme die Folgen meistens am Stück auf. Ich muss ja schließen. Was machst du hier? Geh nach Hause. Toll, jetzt läuft der hier noch rum. Das wollte ich nun wirklich verhindern. Cold Resistance. Mhm.
10% nicht gleich so viel. Healing braucht Scorched Core. Oh Gott. Wie viel Geld haben wir noch? Gut. Die holen wir uns jetzt fertig. Ich werde jetzt hier keine Farm aufbauen für die Viecher. Komm mal, komm mit. Du sollst hier rumrennen hier. Lass mein Kirsch in Ruhe. Also komm mit, wie du mitkommst, ist mega. Gibst nämlich keinen Schalter. Zack, boom, du Ship. Springt hinterher. Gut. Kann ich ihn in den Tod schubsen? Na, toll. Sterben die eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ich muss es nicht zwangsläufig herausfinden. Komm her, mein Freund. Komm her, komm hier in die Ecke. Komm mal, komm hier, komm her. Komm hier rein, komm hier hin. Ja, 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 komm hier in die Ecke. Da bleibst du stehen. Da geht von alleine rein, oder? Schweinehund. Außenposten. Science Outpost. Nicht in den Fall. Vorhin bin ich mich ausgesehen zum Außenposten, obwohl ich zum Science Outpost wollte für die Fungal Ico, weil wir die Mutter Mistkirschen hatten. Können die mir noch folgen? Gut. Ich mir schon lange nicht mehr. Jetzt sind wir wieder in einer dieser Folgen, wo wir gehetzt hin und her rennen, um irgendwas zu holen. Und ich jetzt schon wieder vergessen habe, was es war. Scorched Core. Die es hier nicht gibt. Sehr schön. Das macht die Sache ein wenig anstrengender. Pause. Schnell vom Außenposten wieder zurück in unsere Raumstation, denn das heißt, wir können das Ding herstellen. Ob wir das freigeschalten haben, weiß ich nicht. Werden wir gleich rausfinden. Ich nehme mal ein Ja. Jetzt folgt doch kein Idiot, danke. Die Tür jetzt so gemacht. Kann unmöglich gewesen sein. Ich mache nie Türen mehr zu. Würde ich gerne behaupten, Tatsache ist, ich mache das permanent. So, ein schöner Tag. Gar nicht mehr für dich hier. Gibt's ja. Was sind das nur für Momente? Fast nichts mehr zu süften. Runter ins Chemielabor. Ihr wisst schon, was ich meine. Das noch nicht gebaut wurde. Irgendwann einmal. SCO. Bitte sag. Ja. Was brauchen wir dafür? Obsidian. Lava. Das könnte natürlich schwierig werden. Der größte der Tanksten. Alles bis zum Jahresunfall. Hast etwas neu freigeschalten. Bam, 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 bam. Wahrscheinlich haben wir davon noch 10 auf Lad oder so. Cooling EPP. Und eine Batterie braucht man. Hm? Alles Christ. Wollte ich nicht ein Heating oder so? Ja. Habe ich jetzt wirklich das Falsche gebaut? Ich wollte mich vor Hitze schützen. Ne? Wieso drücke ich jetzt auf Cool? Schön blöd. Das war's. Zerkäsungbomben, auch kein Problem. Alle Überreste unseres Scheiterns sofort vernichten und aus der Folge rausschneiden. Mann, oh Mann. Da unten können wir auch mal reinbauen, ne? Da müssen wir Fahrstuhl weiter vielleicht. Nee. Gesagt Zerkesium. Komm. Ja, noch ein bisschen was davon da, oder? Kann man gleich mal welche machen, ne? Kann man kleinen Haufen Scheiße. Achso. Ihr Radio hat sich erledigt. Leck mich. Zerk, 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 Zerkesium. Unser Inventar ist schon lange nicht mehr aufgeräumt. Braucht aber keiner. Zerkesium Glück kann man noch machen. Also Zerkesium haben wir nicht gehen. Ich weiß, 300 sind erstmal viel, aber ihr wisst, was ich meine. Das wird sehr schnell zu einem echten Problem. EPP2, danke. Und die nächste Stufe haben wir ja noch gar nicht, ne? Wäre aber mal wieder was, was wir freischalten könnten. Augments sind hier nicht. Was ist das hier? Unlox, Blödsinn. Danke, interessiert mich alles, ne? Engineering? Tier 3, nein. Die EPPs müsste ich mal freischalten. Wo sind die? Weiß doch kein Mensch.
Und auch wieder Advanced Level, genau. Gute Frage. Nicht hier offensichtlich, dann Electronics. Hier sogar noch viel weniger. Hier können sogar nicht sein. Auch nicht. Bin ich jetzt etwas? Ah, hier. Deswegen habe ich nicht hingeguckt. Okay. 6000. Okay, das dauert mal. Ja, das lassen wir mal sein. Also, wir haben jetzt ein neues EPV. Ohne irgendwas dran. Und wir müssen was essen. Dann kann ich wieder rum. Danke. Und das hier rein. Danke. Heating. Wir sind immer noch gegen Säure. Wir wollen aber mal was gegen Kälte. Also Rüstung Cold. Resistance. Gut. Und mal die gucken, gibt es auch mal hier nicht. Die Kolde. Forschung. Gibt es da was, was uns... Mache ich auch mal, wenn es jetzt hilft. Radiation, Radiation Burn, Shadow Taint, Breath, was auch immer, Säure haben wir schon. Nee, das noch nicht, das ist alles washed. Penumbrite haben wir sowieso nicht, brauchen wir nicht gucken. Ist auch nicht von Blödsinn, alles freigeschalten. Dura-Stab, bräuchte man 10 Waren, kriegen wir da irgendwas was mit Hitze oder so? Nee, Knockback. Nicht wirklich Gas, Protopoison ist schön, Stun Electricity auch nicht. Eis-Status-Effekt, das können wir ausrüsten. Braucht dann aber auch wieder Dura-Stahl, nehme ich an, ne? Zur Erstellung. Immun gegen Eis-Status-Effekt. All Cold. Das wäre die nächste Stufe, sobald wir Ferrosium haben. Violium oder wie auch immer jetzt. Violium? Ferrosium, gut. Durastahl. Wir könnten das in absehbarer Zeit machen. Wollen wir? Das ist die nächste Frage. Weil mit dem EPP sind wir erstmal ganz gut drauf. Gehen wir kurz hoch und gucken, ob es Durastahl schon gibt. Nee. Da gut, weil ich muss jetzt kein Lebensmittel ernten. Dann nochmal gucken, ob es ein neues EPP gibt, das wir unbedingt haben wollen. Respektive, was jetzt vom Vorteil wäre in irgendeiner Form. Kälteschild 1. Noch besser bei Eisbarriere. Eiskristalle 2 und Silikon. Ich glaube, wir haben keine zwei Eiskristalle mehr, oder? Können wir die herstellen? Wahrscheinlich nicht. Ernten könnten wir so auf irgendeinem normalen 0815 Planet wahrscheinlich noch relativ schnell, aber... Ich befürchte, wir werden keine mehr haben. Erstmal hier reingeguckt. Einer, ja. Das habe ich befürchtet. Und ich denke, wir können die nicht herstellen. Oder? Mal gucken. Eiskristall. ICE. Crystal is Output. Nee. Icy Stone Frozen Dirt Crystal. Ja, die Chance ist wahrscheinlich gleich null. Ich kann es herstellen. Aus Liquefied. Das ist natürlich ein Problem. Liquefied Crystal. Die wir hier nicht haben. Schön zu wissen. Was brauchen wir jetzt wieder? Nee, das war's alles noch nicht. Dafür? Radium Crystal, genau. 4000 Research, danke. Okay, dann haben wir jetzt genug Kälteresistenz. Was haben wir noch an EPP-Dingsbums? Können wir ein andermal machen. Können wir hier. An Augment meine ich, Entschuldigung. Feeding interessiert mich jetzt nicht. Reload. Reloader, naja. Bei minus 0,2 Sekunden. Das ist ja nicht. Bei
Bios Shield können wir nicht. Bios Shield können wir aber nicht so gut machen, oder? Dann Circuit Venom Sample Bios. Berserker Unit. Damage. Ich hab Ikin. Cold Shield. Advanced Circuits, nur die können wir noch schnell machen. Hoffe ich. Damit wenigstens das auch noch haben, bevor noch ein Schneesturm einsetzt. Nein, hier nicht. Oh, komisch, dass das, was ich als Elektronik verstehe, natürlich nicht hier ist. Achso, ich brauch's mehr. Ich nehme mal lieber Kleidzweck hier mit. Wir kennen das Spielchen ja schon. Aber die schneller! Wir haben noch 31 Minuten hier, dann werden wir das wohl erst in der nächsten Folge erleben, was? Ach, das Leben ist aber auch manchmal hart und gemein, was? Kälteschild 1, danke schön. Was brauchen wir für das Ice Barrier? Silikonmord und Ice Crust. Machen wir eins wenig. Können wir auch uns herstellen? Apropos, was noch? Egal. Die Ordnance Stufe 2 könnten wir aber vielleicht schon herstellen, oder? Armor Weapons? Nein. Ja, da ist schon mal gar nicht. Blue Craftsmanship. Nein. Oh Gott, dass ich mir nie merken kann, was hier wo ist. Warum sollte es bei Electronics sein? Warum ist das bei Engineer? Versteht kein Mensch. Kälteschild ist hier noch so dabei, oder? Armor Belt. Feeding 2, nee. Da ist Kälte 2. Braucht 5 Durastäubern und 3000 vor. Ernsthaft? Hier mit einem Durastahl verbraucht für alles. Wir haben erst 4. Da müssen wir noch einen abwarten. Und vor allem müssen wir 3000 Forschungspunkte abwarten oder so ähnlich. Was ja auch nicht gerade wenig ist. Braucht man diese Folge? Also, wir haben alle wahrscheinlich nur begrenzt viel Lust darauf, aber. Dir zu sehen. Das ärgert euch noch mehr, nicht wahr? Wenn da genug Wasser, dann kriegst du jetzt alles. So, du hast auch genug Wasser. Danke. Ein Diamant, wie schön. Durastahlerz, ist auch schön. Das tun wir auch noch. Ja, nehmen wir gleich runterfallen. Drin gewesen, okay. So muss das mal wegstellen können hier. Den Blödsinn. Ja gut, das Healing Glas, nee. Das kommt sofort wieder zu mir. Die Hälfte davon, danke. Und Burger, brauchen schon reisen. Ich esse einen Burger. Oder auch nicht. Er wollte ihn nicht essen, also esse ich ihn nicht. Thema nicht. Durastahlerz brauchen wir und ich drehe am Rad. Ah, naja. Gut, habe ich's. Das können wir beim nächsten Mal machen, würde ich sagen. Gucken wir mal. Das regt mich auf. Tierisch. 896 Kupfer. Mein lieber Schnell. 11 Diamanten. Bald genug um einen Teleporter-Core. Wie viele Teleporter-Core brauchen wir, um eine Pflanze zu machen? Aha. Wir werden also noch eine Weile von allem brauchen. Denke ich. Könnte also auch alles ein bisschen dauern. Nicht da labern, aber. Wisst ihr was? Ich denke, wir gehen jetzt mal einfach auf den Kälteplaneten und gucken, ob wir da ein bisschen Toren finden. Vielleicht sogar etwas Penumbrite. Wir müssen ja nicht immer ewig hier rumstehen. Ich habe auch noch nicht verbessert, egal. Beam to ship. Cappuccino ist ein Halbalm hier. So, was macht ihr da? Ihr schlaft schon im Raumschiff, geht klar.
Sind wir jetzt wirklich gegen Kälte? Nee, Hitze. Naja, gut. Moderate bis entschieden. Mehr kriegen wir jetzt im Moment einfach nicht hin. Ja, Planeten in Übersicht. Durastahl, Thorium. Oh, kein Penumbrite. Aber wir können Thorium holen. Lange Tage und Dangerous. Na klar noch. Und Kälte. Es ist mal ein anderer Planet und das haben wir uns verdient. Also, bis dahin. Nächste Folge. Geht's ab ins Eis. Das wird schön. Und ich habe keinen Flammenwerfer gebaut. Was soll's. Bis dahin. Xehanort.